Willkommen zurück. Oh Gott. Wir sind immer noch in der Kryokammer. Es ist sie. Da. Mach sie auf. Fuck. Ich habe nicht verstanden, was der gerade eben gesagt hat. Zeitreise für Anfänger. Ja, wir kommen in der Zukunft. Fuck. Komm schon! Das muss doch irgendwie aufgehen! Komm schon, komm schon, komm schon! Oh Gott! Ich finde den, der das getan hat. Und dann hole ich schon zurück. Versprochen. Kritischer Fehler in Okay, unsere Frau ist tot. Und unser Kind, unser Sohn, ist seit geraumer Zeit, seit unbestimmter Zeit, bereits aus der Vault entführt worden. Was haben wir hier? Oh Gott! Warum sollte Vault-Tec das tun? Das war nicht Vault-Tec. Niemals. Sein, dass nur noch ich übrig bin. Alle tot. Hallo? Ist da wer? Nein, die ist leer. Die anderen sind alle tot. Verdammt. Verdammt, verdammt, verdammt. Komm schon. Okay, da geht's zur Vault raus, aber ich will mich hier als erstes noch ein bisschen umsehen. Oh, eine Redcard-Kalake. Okay, hinsetzen bringt uns nicht so viel. Fehler in Kryoanlage. Alle in den Bereich unverzüglich verlassen. Terminal Robcorp. Freigabe, Volt, Sicherheit, Volt, einzelne Sicherheitsanweisung, vertraulich für Sicherheitspersonenverstoß, wurde ist dafür ausgelegt, die Langzeitentwirkung des Scheintods bei unwissenden menschlichen Testobjekten zu ermitteln. Das Sicherheitspersonal ist für die Integrität der Anlage und für die Überwachung der wissenschaftlichen Mitarbeiter verantwortlich. Mitarbeiter dürfen unter keinen Umständen von den ihnen zugewiesenen Pflichten abweichen. Insubordination oder Behinderung des Vault-Betriebs sind schwerwiegende Vergehen. Das Sicherheitspersonal ist zur Anwendung tödlicher Gewalt autorisiert. Okay. Ja, super. Ein super Experiment, ihr blöden Arschgeigen. Betriebsprotokoll, Handbuch. Mitarbeiter und Aufnahme von Bewohnern.
Nach Erhaltung der Voltec hat sich die gesamte Personal im Eingangsbereich anzufinden, sich bei der Aufnahme der Voltec-Bonus haben. Das Sicherheitspersonal ist dabei für die Einhaltung der Ordnung zuständig und hat dafür zu sorgen, dass weder das Personal noch die Bewohner versuchen, den Volt zu evakuieren. Das Forschungspersonal ist für die Aufnahme der Bewohner zuständig, eskortiert sie zu ihnen zugewiesenen Kryokapsel. Die nicht verzeichneten Bewohner sollten gebeten werden, ihren Platz zu räumen und falls nötig gewaltsam in Gewahrsam genommen werden. Befinden sich alle Bewohner in ihren? Präventionsweise sind die wahrsam genommen Personen zu entsorgen. Der versiegelte Vault-Eingang darf nur unter keinen Umständen geöffnet werden. Okay. Mitarbeiterpflichten. Wissenschaftsteam, Sicherheitspersonal, Gebäudeverwaltung, Instandhaltung. Wissenschaftsteam, Verpflichtung, Vitalfunktion von Bewohnern und Kälteschlaf, Überwachen, lebensrettende Maßnahmen sind nur zulässig, wenn mehr als 80% der Bewohner im Kälteschlaf verstorben sind. Ja, sind sie ja. Dabei darf der Kälteschlaf unter keinen Umständen unterbrochen werden. Unabhängige Forschung wird empfohlen, ist dem Aufseher überlassen. Mhm. Sicherheitspersonal, Sicherheitspatrouillen haben in den konstanten Achtung. Erfolgen die Sicherheitsprioritäten laufen folgendermaßen: eine Anzeichnung, Einringung suchen, Atmosphärenlecks suchen, Auseinandersetzung des Personals schlichten, Durchsetzen der Regeln des Aufsehers, Durchsetzen der Vault-Tech-Regeln. Okay, das heißt, es muss hier, weil es ja ein Wissenschaftsteam gab, ein Sicherheitsteam und so weiter, auch eine Unterbringung geben, außer den Kältekammern. Und wo sind die Leute jetzt? Aufgrund der Natur von Vault wird dem Personal die Erfüllung von Pflichten außerhalb der normalen Qualifikation erwartet, beispielsweise Reinigungsarbeiten und Essenzzubereitung. Die genaue Verteilung dieser Aufgaben liegt im Ermessen des Aufsehers. Mhm. Entwarnung und Evakuierung. Entwarnungsnachricht. Nach einem nuklearen Zwischenfall überwacht Voltec die Oberfläche nach Anzeichen für resultierende Gefahren wie erhöhte Strahlung, feindliche Streitkräfte, weitere Angriffe und andere Fraktionen. Sobald die äußeren Bedingungen als sicher eingestuft werden, erhält dieses Terminal eine Entwarnungsnachricht. Nach einigen der Entwarnungsnachrichten kann das Voltec-Personal nach Ermessen des Aufsehers evakuiert werden. Nachrichten von Organisationen oder Personen, die nicht mit Voltec in Verbindung stehen, dürfen nicht beachtet werden. Einschließlich Nachrichten der Regierung und des Militärs. Im Kälteschlaf befindliche Bewohner dürfen nicht gestört oder evakuiert werden. Voltec-Mitarbeiter werden sich ferngesteuert um sie kümmern, nachdem das Personal von Vault 111 evakuiert wurde. Okay, obligatorische Schutzzeit. Wird als kurzfristige Anlage eingestuft. Personal, das nicht im Vault lebt, führt so lange Forschungsarbeiten und grundlegende Wartungsarbeiten durch, bis sie das Entwarnungssignal zur Evakuierung erhalten. Sollte keine Entwarnungsnachricht von Voltec eintreffen, ist es dem Aufseher gestattet, das Personal nach 180 Tagen der Abschottung zu evakuieren. Unter keinen Umständen ist es den Mitarbeitern der Vault 101 gestattet, den Vault während dieser Schutzzeit zu evakuieren. Es sei denn, sie erhalten eine Entwarnungsnachricht von Voltec. Okay, das heißt, wir sind auf jeden Fall schon mal länger als 180 Tage hier drin. Aber hundertprozentig. Uiuiui. 2077, 78. Letzter Eintrag. Okay. Oh Gott, es ist tatsächlich passiert. Die Welt geht unter. Wir haben die Bewohner gerade so reinholen können. Es haben nicht alle geschafft. Jetzt sind sie nur noch wie wir und die Eisklötzen hier. Okay. Ich verstehe nicht. Die Eierköpfe haben mir versucht zu erklären, dass es Teil eines großen Experiments ist, sie einzufrieren für eine bessere Zukunft oder so. Ich weiß nicht. Irgendwie ist es falsch, dass wir ihnen immer freundlich zugelächelt haben, bevor sie von uns auf Eis gelegt wurden. Hätten wir es ihnen nicht sagen sollen? Okay. 2 Monate später. Weihnachten unter der Erde. Sie haben mich den anderen Jungs von der Sicherheit und den Verwaltungsmitarbeitern zugetan und eine kleine Party geschmissen. Das beste Geschenk des Abends war ein Fancy Ladies Kuchen, der nicht zu dröge war. Keiner Wissenschaftler ist gekommen, der Aufseher auch nicht. Ich verstehe nicht, versuchen Sie etwas vor uns zu verbergen? Noch ein Geheimnis der Firma? Das nur für die beiden hohen Tiere bestimmt ist? Ach egal. Nur noch ein paar Monate, dann sollte das Entwarnungssignal kommen und wir können uns endlich an den Wiederaufbau machen. Okay, 4 weitere 4 Monate später.
noch ein paar Wochen. Dann ist die obligatorische Schutzzeit vorbei. Die Leute drehen schon langsam durch. Einige glauben sogar, dass es kein Entwarnungssignal geben wird. Hier unten können wir nicht mehr lange bleiben. Das steht zumindest schon mal fest. Und ich meine damit nicht, dass ich seit über 6 Monaten denselben Pausenraum und dasselbe Bett anstarren muss. Ich meine damit, dass wir nun noch Lebensmittel für ein paar Monate haben. Höchstens. Der Aufseher wiederholt immer wieder nur, dass wir Geduld haben und uns auf die Arbeit konzentrieren sollen. Er verheimlicht uns etwas. Da bin ich sicher. Hier geht irgendetwas Übles vor. Das spüre ich. Ungefähr einen Monat, ein paar zerquetschte. Die Haupttür zum Vault-Ausgang ist defekt, aber der einzige Weg nach draußen führt durch den Fluchttunnel des Aufsehers. Wie praktisch für ihn. Er lässt die Tür zu seinem Büro rund um die Uhr von seinen Mitarbeitern des Wissenschaftsteams bewachen. Sie haben sogar einen kleinen Kontrollpunkt eingerichtet. Wurde heute Abend zu einem Treffen eingeladen. Nur für Leute von der Verwaltung und der Sicherheit. Klingt, als gäbe es noch mehr Unzufriedene. Letzter Eintrag. Es kommt kein Entwarnungssignal von Voltec. Wir müssen hier raus. Wir haben kaum noch etwas zu essen. Ich hatte Stanley fast umgebracht, weil er einen Salzcracker auf den Boden fallen gelassen hat. Ein paar von uns haben es mit dem Aufseher darüber gesprochen, den Vault zu öffnen. Ich hätte nie gedacht, dass ein solch kleiner Mann so laut schreien kann. Jetzt hat er sich um den Wissenschaftsteam in seinem Büro, hat er sich mit dem Wissenschaftsteam in seinem Büro eingeschlossen. Wir sollen ihm unsere Lebensmittel, unsere Waffen und unsere Medizin übergeben, sonst hätten wir mit Konsequenzen zu rechnen. Ich habe mit allen geredet. Es ist soweit. Wir verlassen jetzt den Vault. Auf die eine oder auf die andere Weise. Aber wann? Wann ist das? Das muss ja ungefähr, ich würde jetzt sagen, Ende 2078 gewesen sein. So um den Dreh. Und wer waren dann die anderen Leute? Der eine hat ja auch keine Vault-Klamotten an. Okay. Oh, ein Stimpack. Mitnehmen. Was haben wir da? Oh. Alles einfach mitnehmen. Okay, das heißt die... Ach, wir hätten da sowieso gar nicht rausgekonnt. Okay, und die Sicherheitstür ist in diese Richtung. Hm, da drin sind aber Red-Kakerlaken. Dementsprechend schaue ich mich erstmal auf der anderen Seite ein bisschen um. Ja, die sind alle weg. Oder wahrscheinlich tot. Eines von beiden. Okay, hier haben wir die ganze Kühlanlage. Ich hoffe, dass wir irgendwo eine Waffe finden. Irgendetwas, ein Luftgewehr. Voltanzug sauber, okay. Oh, wir haben hier weitere... Oh, alle tot? Ernsthaft? Kann ich die irgendwie automatisch öffnen, weil die manuelle Öffnung... Ne, gar nicht. Auf jeden Fall nicht hier. Wahrscheinlich an dem Computer. Hier ist nirgends noch mal was. Lebenserhaltungssysteme. Ne, Kühlanlage als erstes Mal. Offline. Vorzeitiger Abbruch führt zu Systemversagen. Vereinzelte manuelle und ferngesteuerte Unterbrückung festgestellt. Steuerung deaktiviert. Verdammt. Lebenserhaltungssysteme? Lebenserhaltungssystem offline. Alle sind tot. Vorzeitiger Abbruch führt zu System. Okay. Das sind die Koffer von Mr. Whitehill. Verstorben. Todesursache. Ersticken aufgrund Versagens der Lebenserhaltungssysteme. Cindy Coughlin? Verstorben, Todesursachen, ersticken aufgrund, ja. Verstorben, ersticken. Mrs. Coughlin? Verstorben, Todesursache, ersticken. Mr. Whitehill? Ebenfalls ersticken. Alle aufgrund des Versagens der Lebenserhaltung verstorben. Verdammt!
Das muss ich doch irgendwie wieder... Ja, kann ich nichts dran machen. Ist auch nur ein Überwachungsterminal. Kann ich hier vielleicht irgendwo noch... Warum? Warum haben die das getan? Ich kann ja nichts tun. Verdammt. Auch hier geht nichts. Verdammt. Wie kann ich jetzt hier den Pitboy aktivieren? Ach, ich habe noch überhaupt gar keinen, glaube ich. Was haben wir da? Schlagstock. Nehmen. Schlagstock war ausgerüstet. Sehr schön. Okay, hier drin waren wir schon. Spinnt es auch nichts mehr. Also dann rein hier. Toll. One-Hit Wonder. Riesenkakerlaken. Was zum Teufel? Ich finde das einfach klasse. Der hat einfach überhaupt keine Ahnung, was hier vorgeht. Ah, hier haben wir die Unterkünfte. Alles leer, alles schon leergeräumt. Verdammte Scheiße. Wahrscheinlich, dass... Ich tippe auch mal drauf, das war weder der Aufseher noch sonst irgendjemand. Das waren wahrscheinlich hinter irgendwelche Raider, die in die Vault eingedrungen... Ach, nicht hinsetzen. Och, Mensch. Das sind wahrscheinlich irgendwelche Raider gewesen, die hier nachträglich eingedrungen sind. Keine Ahnung, warum sie unser Kind mitgenommen haben. Ich nehme jetzt hier einfach mal alles mit. Bierflasche, noch eine Bierflasche. Wer weiß, wofür wir das alles noch gebrauchen können. Kochplatte, Kaffee, Becher, Kühlschrank, da ist nichts mehr drin. Freizeitterminal. Hier noch irgendetwas? Dann will ich nämlich als allerletztes an das Terminal gehen. Toilette. Sieht alles schon ziemlich abgefuckt aus. Okay, hier haben wir ja auch schon alles durchsucht, oder? Okay. Muss weiter in Bewegung bleiben. Du kannst jetzt nicht schlafen, okay. Da oben ist auch nichts. Nicht, dass wir hier irgendwelche Aufzeichnungen übersehen. Nee. Nichts. Gehen wir mal in das Freizeitterminal. Ja, vielleicht da oben noch. Aufseher-Memo. Denken Sie daran, die Nutzung der Freizeitterminals ist ein Privileg. Wenn die Arbeitsleistung unzureichend ist, kann dieses Privileg jederzeit widerrufen werden. Genießen Sie verantwortungsvoll, okay. Top 10. Rick. Okay. Holoband laden. Rote Gefahr. Was? Ist das ein Spiel? Hm. Ach, das sind diese alten... Oh. Komm, aber lassen wir das jetzt erstmal. Quit Game. Yes. Aber das Holoband können wir ja auswerfen und mitnehmen. Dementsprechend können wir das später noch gerne nochmal probieren, aber jetzt möchte ich erstmal hier weiterkommen. Oh.
Irgendwas sagt mir, da sollten wir nicht runter. Ui. Das war die Red Kakerlake. Du Mistvieh. Ach, wen haben wir denn hier? Was ist dir passiert? Wo sind alle? Der ist auf jeden Fall schon etwas länger tot. Abgenutztes Klemmbrett. Okay. Hier kommen wir nicht raus. Okay, vorwärts geht's. Weiter, 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 weiter. Oh, ist das da drin möglicherweise der Aufseher? Aber wir trinken gerade erstmal was. Der Trinkbrunnen funktioniert noch. Ist das Wassergetropfe oder Red Kakerlaken? Ich höre nix. Oh, Stimpex! Stimpex! Wieder her, heilen Sie verletzte Körperteile, können Sie verbrüten. Oh, eine 10mm Pistole. Geil. Jawohl. Ist das alles, was noch übrig ist? Ein Namensschild wäre schön gewesen. Aber da scheint einer vom vom Wissenschaftsteam gewesen zu sein. Hier an die Infos kommen wir auch nicht ran. Mal schauen, da haben wir noch eine 10mm Pistole. Nett. Dich hole ich mir später. Ja, dich hole ich mir auf jeden Fall. Hätte ich doch nur eine Haarklammer. Eine Haarklammer, Haarklammer, komm. Zigaretten, Zigaretten. Was war das? Da ist nirgendwo was drin. Noch eine Zigarettenpackung. Zigaretten können wir sicherlich gut tauschen. Waschbecken. Hier muss doch irgendwo eine Haarklammer sein. Kommt schon. Ihr könnt doch echt nicht so fies sein und... was? Schiebetür schließen? Nee. Nee. Oder habe ich gerade eben schon die Haarklammer aufgehoben? Ich weiß es nicht. Funktioniert der PC noch? Aufseherterminal benutzen. Brille nehme ich mal mit. Nehme ich auch mit. Können wir hier möglicherweise wieder zurück? Irgendwann? Oh, Haarklammer! V-Kriegsgeld Bleistift. Wir haben eine Haarklammer. Soll ich das jetzt wagen? Die bekomme ich so nicht auf. Dieses Schloss ist zu schwer. Ja, verdammt. Da muss ich wohl später wiederkommen. Das Terminal. Für Aufseher. Volt 111 ist dafür auch ganz die Langzeit aus wegen Scheintods. Bewegung funktioniert mit Langzeitfernwartung. Unter keinen Umständen darf die Schlafzustand. Ja, das kennen wir ja schon. Okay. Ich habe lange Zeit geträumt, den Kälteschlaf in mobiler Form zu ermöglichen. Der Kryolator ist mein neuester Versuch. Glücklicherweise verfügen wir über ausreichende Mengen der benötigten Chemikalien und Komponenten, um am Prototypen arbeiten zu können. Ein schöner Zeitvertreib, während wir auf grünes Licht warten. Okay, das ist die Waffe hinten. Betriebsprotokoll, Handbuch, Aufnahme von Bewohnern und Wartungen. Ja, das kennen wir ja schon. Aufseherlogbuch. Das könnte nur interessant sein. Meuterei haben wir ja gerade eben schon gelesen. Die abschließende Einweisung der Mitarbeiter ist beendet. Alle, bis auf ein paar wenige Bewohner von Sanctuary Hills, wurden registriert und einige aus Concord ebenfalls. Okay, Vault-Kontrolleure waren diese Woche da, um einen technischen Aufnahme durchzuführen. Der Vault ist startklar. Ich stelle mir vor, welche Wunder unsere Bewohner zu sehen bekommen werden. Das Gefühl, in die Zukunft zu reisen. Ich wünschte fast, ich könnte dabei sein und unsere vielversprechende Zukunft mit eigenen Augen sehen. Welche vielversprechende Zukunft? Das war ein Nuklearkrieg. Sehr kurzer, aber
Da bleibt nicht viel übrig. Das ist keine tolle Zukunft. Es ist passiert. Wir hatten Glück, dass die meisten Mitarbeiter in der Nähe waren, als die erste Warnung kam. Wir hatten wenig Zeit als erwartet, aber nur Nordhagen fehlte, als wir den Eingang versiegelten. Die Aufnahme der Bewohner lief problemlos. Alle waren da, sogar die Familie, die bis zur letzten Minute gewartet hatte. Ich hatte mir Sorgen gemacht, dass die Leute mehr Verdacht hegten. Aber dafür ging wohl alles zu schnell. Sie mussten vor allem zu überwältigt gewesen sein, um die Kryokammer in Frage zu stellen. Systemdefekt? Komischer Vorfall heute mit Kapsel C3. Das Objekt schien Herzrasen zu haben. Nichts Lebensbedrohliches, aber ungewöhnlich. Wir haben beinahe zu spät bemerkt, dass die Kapsel eine Fehlfunktion hatte. Das Kryosystem hätte fast angefangen, sie aufzutauen. Wir sind uns nicht sicher, aber ich vermute, ein Fehler in der Voltecs externen Überbrückungssystem hat dazu geführt, dass ein fehlgeleitetes Signal gesendet wurde. Wir müssen wachsam sein. Ich hoffe nur, dass ihre Systeme zuverlässig weiterarbeiten, wenn wir erst das Personal evakuiert haben. Vorräte werden knapp. Es gab noch kein Entwarnungssignal, obwohl die 180-tägige obligatorische Schutzzeit bald vorbei ist. Es ist zwar nicht vorgesehen, dass die Vorräte viel länger reichen, und trotz meiner Bemühungen beginnen die Leute sich zu fragen, was wir eigentlich noch hier unten machen. Wenn die anderen glauben, dass wir einfach gehen können, wenn die 180 Tage um sind, dann sind sie verrückt. Die radioaktive Strahlung wäre immer noch stark genug, um jeden zu grillen, wenn wir die Vault-Versiegelung zu früh öffnen. Der ganze Sinn der Entwarnung war der Empfang weiterer Anweisungen von der Zentrale. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich kann den Vault nicht öffnen. Und unsere Vorräte reichen nicht ewig. Ich muss einfach alles unter Kontrolle halten, bis die Entwarnung kommt. Meuterei. Eine Gruppe unter der Führung des Sicherheitspersonals hat sich an mich gewendet und verlangt, den Vault verlassen zu dürfen. Ich werde nicht die Tür öffnen, um da draußen verstrahlt zu werden. Ich sammle die verbliebenen Vorräte zusammen und sperre die Mitarbeiter ein. Wir müssen anfangen, Prioritäten zu setzen. Wer wie viel von den wenigen Vorräten erhält? Ich war mit den Rationen dummerweise viel zu großzügig. Und wenn es manchen nicht gefällt, nun, dann haben wir eben weniger Mäuler zu stopfen. Tja. Evakuierungstunnel wird geöffnet. Ist jetzt geöffnet. Die Änderung aller Mitarbeiter daran, dass sie angemessen zu verhalten und den Abschaltprotokollen zu folgen, bevor sie Vault anschließend neu versiegeln. Bitte bewahren Sie alle Aufzeichnungen und Forschungsergebnisse Ihrer Mitarbeiter auf. Wenden Sie sich an Ihren Vault-Tech vorgesetzt, um weitere Informationen zu erhalten. Okay. Schade, dass das Ding da drüben nicht automatisch gesteuert werden kann. Oh yeah! Da kommen noch zwei. Wir haben ja nie ein Pip-Boy erhalten, fällt mir gerade ein. Wir waren ja im Grunde nur für den Kryoschlaf da. Wartet mal, müsste nicht der... ...der hier drüben Pip-Boy gehabt haben? Nein. Ach, verdammt. Lebt denn überhaupt noch wer? Hat es jemand nach draußen geschafft? Na, offensichtlich. Sonst wären hier wesentlich mehr Leichen. Oder wir stoßen noch auf diese Leichen. So viel dazu. Ach, jetzt geht die Tür ja auf. Tatsächlich. Alle sind tot. Wieso haben wir keinen Pip-Boy? Ich frage mich immer noch, warum wir keinen haben. Du Mistvieh.
Ach, schaut mal einer an. RAM. Das ist ein schlechter Witz, aber gut. Das ist also... Oh, sehr viel Wasser. Sehr viel Wasser. Wir sind ganz oben in der Ecke. Erstaunlich. Kein Radioempfang. YJ Cobblepot. Ja, ich weiß gerade nicht so wirklich, ob es mit Doppel-T geschrieben wird. Ist aber auch egal. Stimpex E. Warte mal, wir haben uns das Inventar noch gar nicht richtig angesehen. Wir haben zwei E-Ringe. Bringen die uns irgendetwas? Nein. Der Voltec-Anzug ist auch. Wahrnehmung plus 1. Ja, dann. Auf damit. Red, okay. Schrott, ja, da haben wir jede Menge. Mods, nein. Munition, okay. 119 Schuss, das dürfte auf jeden Fall erstmal reichen. Daten, Werkstätten, Statistiken. Okay, da haben wir noch nicht so viel. Wir haben jetzt plus eine Wahrnehmung aufgrund der Brille. T-Skill-Tabelle. Ach, schau mal eine an. Nicht. Haben wir das jetzt schon richtig gemacht? Nein. Ich glaube, wir können auch noch gar nichts wieder verteilen. Meisterhändler, Vance, Revolverheld. Ach, das ist hier immer... das ist etwas anders aufgeteilt. Ich merke das schon. Tab schließen. Automatisch speichern. Schade, hätte mich interessiert, was er dadurch sieht. Dann nehmen wir noch einen sauberen Voltanzug mit. Kann ja nie schaden. Spinnt das auch nichts mehr. Ach, noch 10mm Patronen. Ha. Okay, jetzt müssen wir das... Ach, hier drüben war es auch schon. Finde ich nicht schlecht. Wahrscheinlich kommt man da nur über die Pitboys Pitboys rein und raus. Dann wollen wir uns mal rausbewegen. So. Der Aufzug und die Generatoren funktionieren auch noch. Ja, und dann würde ich einfach mal sagen, mit diesem Bildschirm... Bis zur nächsten Folge.